Moin moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt mit dem Hauptauftrag aus dem Brutal der Knochensammler. Hilft Dennis dabei, Knochen für sein neuestes Experiment zu sammeln, kann nur in Wüstenzonen und Thunder Route 99 abgeschlossen werden. So, wir müssen 7 Knochen sammeln und die können aus allen möglichen Knochenteilen rauskommen, die so überall rumliegen. Hier hängt zum Beispiel gerade so ein Schädel an der Wand. Den können wir da jetzt da runterschlagen und da kommt sogar was raus. Eine perfekte Knochenprobe. Das ist genau das, was ich suche. Echt? Super, dann suchen wir noch weitere Proben. Ich weiß von anderen Spielern, dass nicht immer was rauskommt. Von daher brauchen wir eventuell mehr als 7 Knochen. Schauen wir mal. Aber Glück. Gleich bei der zweiten kommt die zweite. Noch ein Knochen für Dennis. Meine Forschung geht ganz gut voran. Du baust doch keinen Altar oder sowas, stimmt's? Oh, eigentlich nicht, aber gut aufgepasst, Ray. Jetzt wollen wir ja mal nicht hoffen, dass Dennis jetzt unter die Nekromanten geht, nachdem er vor kurzem Zukunftsforscher war. Ah. Glückssträhne, auch aus dem dritten Skelettteil kommt gleich wieder eine Knochenprobe. Gute Arbeit! Dennis wird diese Knochenprobe lieben. Ich frage mich, was er untersucht. Sturmauswirkungen auf die Höhlen? Ja, mal gucken. Ich habe mir die so ein bisschen markiert, damit ich euch nicht so lange mit Suchen abhalte. Aber ich habe wirklich eine Glückssträhne. 4. Knochen, 4. Probe. Wirf noch einen Knochen auf den Haufen. Sie kommen! Jedes bisschen hilft. So. Die Markierungen sind eher in diese Richtung. Mache ich mich mal auf dem Weg hier. Unten habe ich mir noch einen markiert. Na, da kommt jetzt auch mal nichts raus. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn alle Leute zig Knochen brauchen, um die zu sammeln. Und bei mir kommen dann 7 aus 7 raus. Da ist noch einer, der nicht markiert ist. Aber auch da kommt nichts raus. Schauen wir mal hier in die Höhle. Eine Höhle, das ist nur so ein großes Loch mit Teich in der Mitte. Oberhalb von mir ist ein Knochen. Kann man immer wunderbar auf der Minimap sehen. Ist Nummer 5. Wir brauchen nur noch ein paar Knochen für Dennis. Vielleicht stellt er ja eine Art Höhlenabwehrspray her. Abwehrspray aus Knochen? Ich weiß ja nicht. So. Ich habe mir ganz viele markiert. Die finde ich natürlich jetzt gerade gar nicht wieder, die Markierung. Also muss ich hier jetzt mal so rumsuchen. Kann auch sein, dass ich die Höchstzahl an Markierungen überschritten habe. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Grenze, dass man nur 10 oder 12 Markierungen machen darf und dann heben die sich gegenseitig wieder auf. Da habe ich dann wahrscheinlich welche überschrieben. So, nächster Knochen. Nichts drin, aber hier oben drüber ist noch was. Da oben. Noch höher. Ne, hier ist es. Da eben. Da, hinterm Stein versteckt. So, Nummer 6. Oh, von der Probe werde ich eine Menge Informationen erhalten.
Weißt du, Dennis, ich weiß ja nicht, ob ich es dir jemals gesagt habe, aber dass du da draußen bist und immer nach Lösungen suchst, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, macht mich echt stolz auf dich. Und ein wenig nervös wegen dem, was du gerade vorhast. Liegen die Kuchen tief heute hier? So, hier unten in diesen Gängen sind auch immer viele Knochen normalerweise. Mal gucken, ob ich hier Glück habe und welche finde. Da ist was. Jawohl, Probe Nummer 7. Wie sieht das Ende deines Plans aus? Ein Dinosaurier-Vergnügungspark. Habe ich das nicht erwähnt? Ich meine, das liegt doch auf der Hand. Das sind Kuhknochen, Dennis. Man muss halt klein anfangen. Okay, Bones. Erzähl mir deine uralten Geheimnisse und ich hole dich zurück. Ein Dinosaurier-Vergnügungspark. Wie das bei der Lösung unserer Probleme helfen soll, ist mir ein Rätsel. Habt ihr eine Antwort auf dieses Rätsel, was Dennis wohl mit dem Vergnügungspark vorhat? Schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Dennis ist ja sowieso mein ganz spezielles Vorbild. Zumindest wenn ich irgendwann mal vorhabe, besonders dämlich zu wirken, dann nehme ich Dennis als Vorbild. Und wenn ihr schon mal unterm Video rumklickt, dann kennt ihr das ja. Drückt ruhig mal auf die Daumen, die wehren sich nicht. Und das ist gut für den Kanal. Und was gut für den Kanal ist, ist vielleicht auch gut für eure Unterhaltung. Also tut mir doch mal den Gefallen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht bei Fortnite Rette die Welt oder den anderen Spielen hier im Kanal. Ciao, ciao, euer Zap.